Sprechen wir über diesen wirklich seltsamen Fall. Eine Frau, 23 Jahre alt, tot im Auto. Die eigene Mutter sagt, ja, das ist meine Tochter. Und Freunde legen dann Blumen nieder hier. Und dann kommt heraus, die Tote ist gar nicht Sharaban K. Das ist wirklich ein Mordfall mit filmreifen Wendungen in einem Auto in Ingolstadt. Da saß eine Doppelgängerin, die jetzt tot ist. Ja, da müssen wir noch mal Licht in dieses wirre Dunkel bringen, dort dieses spektakulären Mordfalls in Ingolstadt. Bildreporter Jörg Völkerling ist für uns dort. Mitten in Ingolstadt wird eine Frau getötet. Die Eltern weinen um ihre Tochter. Nein, hoppala, ist nicht die Tochter, ist eine ganz andere Frau. Und die Frau, von der man dachte, sie lebt, sitzt jetzt, sie ist tot, lebt und sitzt jetzt im Knast. Schilder uns, was sind die Hintergründe, die du dir im Moment zusammenbastelst dort in diesem wirren Mordfall? Ja, basteln ist wahrscheinlich das richtige Stichwort. Das wird auch die Kripo Ingolstadt im Moment mit allen Mühen und allen Kräften versuchen. Und ich muss ehrlich sagen, in 20 Jahren, die ich für Bild über Verbrechen berichte, ist mir eine solche Konstellation auch nicht untergekommen. Wir stehen jetzt hier an dem Ort, wo Blumen und Fotos von dem wirklichen Opfer niedergelegt worden sind. Es handelt sich um Khadija, eine 23 Jahre alte Algerierin, die aus Heilbronn ursprünglich stammt, aber mit einem Rapper hier aus Ingolstadt in einer Beziehung war. Und jetzt wird es wirklich etwas kompliziert und man muss sehr langsam zum Mitschreiben darüber reden. Die Sharaban, die zunächst für tot gehalten wurde, die von ihren Eltern in dem Auto mutmaßlich aufgefunden wurde am vergangenen Dienstagabend, war offenbar, hatte ein Auge geworfen auf den Freund von Khadija. Und hat und soll, das ist der momentane Stand der Ermittlungen, dann einen Freund von ihr, einen ebenfalls 23-jährigen Kosovo-Albaner, Schick hier, soll ihn gebeten haben, du, die Khadija, die redet schlecht über mich, die benimmt sich wie eine Hure, so wurde uns das hier geschildert, die muss weg, die muss verschwinden. Und dann soll also dieser Kosovo-Albaner mit unzähligen Messerstichen, mit Schlagringen, also er soll wirklich auf diese Frau eingewirkt haben, sie muss ganz entsetzlich entstellt gewesen sein. Und ob er wirklich wusste, dass sozusagen er damit den Weg frei machen soll für Sharaban, auf die er wohl selber auch ein Auge geworfen hatte, wo er wohl selber auch Gefühle entwickelt hatte, das weiß man im Moment noch nicht. Man weiß, durch die Obduktion am Mittwoch ist dann die wahre Identität der Leiche in diesem Mercedes, der hier wirklich nur 2 Meter von mir stand, ans Licht gekommen. Sharaban wurde in Ingolstadt festgenommen und sie belastete dann den Kosovo-Albaner sehr schwer, der wirklich nur 200 Meter vom Tatort oder vom Fundort der Leiche, muss man sagen, man weiß noch nicht, wo der Tatort ist, 200 Meter entfernt in einem Block wohnte. Und dann kam das SEK mitten in der Nacht um 3 und hat seine Wohnungstür aufgesprengt. Er wohnte da mit seinem Bruder und seiner Mutter. Ein Lackierer, hat man uns erzählt. Und die Sprengung war so heftig, dass er sogar die Nachbarswohnung noch die Tür eingerissen hat. Und jetzt sitzen beide in Untersuchungshaft. Und der Kripo obliegt es, dieses Mordrätsel letztlich wirklich aufzudröseln und die wahren Hintergründe aufzudecken. Was deutet im Moment darauf hin, wer tatsächlich das Messer in der Hand gehalten hat, also wer tatsächlich den Mord begangen hat? Also aus der Konstellation und aus der Kommunikation der Polizei Ingolstadt lässt sich herauslesen, dass die Sharaban den Kosovo-Albaner sehr schwer belastet, dass er sozusagen ausführendes Werkzeug gewesen sein soll. Wir haben aber auch gehört, dass auch Sharaban eine sehr psychisch auffällige Persönlichkeit offenbar gewesen ist. Sie hatte sich kurz vorher von ihrem Partner getrennt, also von ihrem Mann, mit dem sie nach jesidischem Recht verheiratet war. Und auch der Mann, der in der Ermittlung keine Rolle spielt, aber natürlich für das Vorleben von Sharaban sehr wichtig ist, hat sich offenbar in den Wochen vor dem Mord an Khadija sehr stark bedroht gefühlt. Er hat seinem Vermieter gesagt, er hat ein Friseurgeschäft in einem Dorf außerhalb von Ingolstadt und hat ihm gesagt, bitte fahr hier ab und zu mal Patrouille, ich fühle mich nicht mehr sicher. Er hat wohl um sein Leben gefürchtet. Und jetzt ist er untergetaucht, er ist nicht in seiner Wohnung, er ist nicht in dem Friseursalon, er hat offenbar immer noch Angst.
Angst, dass irgendetwas vor sich geht. Und es ist ja auch immer noch sehr mysteriös und zu hinterfragen, warum die Eltern von Charaban an dem Abend so zielgerichtet hier in diese Straße nach Ingolstadt gefahren sind und warum sie dann sozusagen diese Leiche aufgefunden haben. All das sind auch noch Fragen, die offen sind, die die Ermittlungen noch lösen müssen. Ein irrer Mordfall mit noch vielen offenen Fragen. Die neuesten Erkenntnisse dazu hat Jörg Völkerling für uns zusammengefasst. Vielen herzlichen Dank dir.